Unabhängig davon muss die Kriegsmaschinerie behindert und gestoppt werden, durch Verweigerung und durch Widerstand von unten. Zehntausende in Russland, Belarus und der Ukraine nehmen das ganz wörtlich. Sie wollen sich nicht am Krieg beteiligen, wo auch immer. Sie desertieren, verweigern den Dienst, verweigern die Befehle oder entziehen sich der Rekrutierung. Mit ihrer Verweigerung sagen auch sie, stoppt das Töten.